Was ist nur aus der SPD geworden? Diese Frage bewegt uns jetzt alles. War das politischer Selbstmord dieser Mitgliederentscheid? Wird das dazu führen, dass die GroKo, diese Koalition der Wegseher, diese Vogel-Strauß-Koalition, dass die endlich zu Ende geht? Frage über Fragen. Zum einen denke ich, ist mal ziemlich eindeutig, dass das gestern der Selbstmord der SPD war, ein weiterer Schritt im Selbstmord. Und warum? Einer der Gründe ist dieser Zettel. Vielleicht liegt es auch nur an meinem Alzheimer, aber es ist schwierig, sich den Namen zu merken der Neuen. Und das sagt schon sehr viel. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind die neuen Chefs. Und das ist extrem symptomatisch, abgesehen davon, dass das sehr spannend würde, wenn wir eine Wahl hätten und man dann wählen müsste zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Norbert Walter-Borjans. Da würden ja alle Fernsehsprecher verrückt werden. Man müsste dann Walter-Borjans wahrscheinlich abkürzen mit NWB gegen AKK. Ja, Galgenhumor, was anderes bleibt einem nicht. Aber der Herr Walter-Borjans ist vor allem deshalb bekannt, dass er es in Nordrhein-Westfalen nicht schaffte, verfassungsgemäße Haushalte vorzulegen. Und ob das nun wirklich qualifiziert für die Spitze der SPD ist eine spannende Frage. Er hat auch noch keinen Wahlkampf direkt geführt oder gewonnen. Das gleiche gilt bei Saskia Esken. Die kam, glaube ich, auf 16% in ihrem Wahlkreis und ist vor allem dadurch bekannt, dass sie die Aussage machte, dass man Sozialismus nicht im negativen Kontext verwenden dürfe. Und wenn man sich ansieht, 100 Millionen Sozialismus-Tote, Mao, Pol Pot, Stalin und all das, dann ist das eigentlich eine ungeheuerliche Aussage. Nichtsdestoweniger haben die SPD-Mitglieder oder die wenigen der SPD-Mitglieder, die knappe Mehrheit, die für dieses Duo gestimmt hat, mit dieser Aussage offenbar kein Problem. Sie haben ganz klar einen Linksruck vollzogen, denn der Finanzminister Olaf Scholz stand ja eher für eine gemäßigtere Politik. Die SPD-Mitglieder wollten eine noch linkere Politik, also sie wollen offenbar die Linkspartei links überholen. Für die SPD ist das tragisch. Mich wundert es nicht. Ich bin aus einer alten sozialdemokratischen Familie. Mein Urgroßvater war schon Sozialdemokrat, war das auch zu Zeiten des Kaisers, als die Familie darunter leiden musste. Er war das auch zu Zeiten Hitlers, als die Familie darunter leiden musste. Übrigens, viele von denen, die heute so links waren, die waren damals auf der anderen Seite, aber deren Großeltern. Aber dafür können die nichts, weil Familie ist Familie. Es ist nur ein Treppenwitz der Geschichte. Und ich war schon in jungen Jahren bei den Jusos, den Jungsozialisten, und ich erinnere mich wie heute, als da die Türen geschlossen wurden. Dann hörte man da immer wieder, die DDR sei doch eigentlich das bessere Deutschland und man brauche eine Bundesrepublik wie die DDR. Das trauten sich die Jusos nicht laut zu sagen, weil die alten Sozialdemokraten natürlich dagegen gewesen wären. Aber das sind zu einem großen Teil die Leute, die heute in den Führungspositionen bei der SPD stehen. Das zeigt das Elend dieser Partei. Ich denke, wir haben eine Jungsozialistisierung innerhalb der SPD. Die SPD schafft sich also ab, das hat man ja auch auf dem Juso-Kongress gesehen, als zum Beispiel Anträge darüber gestellt wurden, ob man den Flugverkehr innerhalb Deutschlands verbieten soll oder ein weiterer Antrag, dass man Wohnungsbau nur noch staatlich und in Genossenschaften erlauben soll. Das zeigt, wohin die Reise geht bei der SPD. Die viel spannendere Frage als die, wann die SPD unter die 5%-Hürde fällt oder vielleicht knapp noch darüber krebst, das ist die Frage, wie geht es jetzt mit der GroKo weiter? Wenn Olaf Scholz wirklich politischen Anstand hat, dann müsste er jetzt zurücktreten als Vizekanzler, weil es ist ja absurd, jemand, der in der eigenen Partei keine Mehrheit mehr hatte, da noch weiter als das Aushängeschild hier in der Politik agieren zu wollen. Wenn Scholz rausgeht, wenn der SPD-Parteitag nächstes Wochenende den Austritt aus der GroKo beschließt, dann ist die große Frage, werden wir dann Angela Merkel los, die laut Neue Zürcher Zeitung wie eine Grabplatte über der Politik der Bundesrepublik liegt? So leicht ist es leider nicht, wenn wir in die Verfassung schauen, denn es müsste ein konstruktives Misstrauensvotum, was für ein Zungenbrecher, geben. Das heißt, eine Mehrheit müsste gegen Merkel stimmen im Bundestag und gleichzeitig einen neuen Kanzler wählen. Das ist nicht in Sicht. Von daher wäre eine Möglichkeit eine Minderheitenregierung für Merkel. Die ist ja jetzt schon extrem sozialdemokratisch. Dann wäre sie aber bei jeder Abstimmung von den Sozialdemokraten abhängig. Das wäre also schwierig. Neuwahlen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn dazu kleben gerade viele SPD-Abgeordnete und andere an ihren Sesseln. Die wissen haargenau, wenn in 3 Monaten neu gewählt wird, dann ist die Hälfte von ihnen ihr
ihren Shop los. Und meine erste Reaktion gestern war, Gott sei Dank, die GroKo ist zu Ende. Jetzt kann Deutschland vielleicht aus diesem Stillstand erwachen. Wenn man es etwas nüchterner betrachtet, ist diese Chance nicht allzu groß. Sie ist immer noch da, diese Chance, aber sie ist nicht allzu groß. Wenn man jetzt zynisch wäre, würde man sagen, 2 Jahre mit einer Minderheitenregierung, dann machen die das ganz kaputt. Und dann wird wirklich bei den Wählern ein Umdenken stattfinden. Aber muss erst noch mal 2 Jahre hier dieser verrückte Stillstand weiter gepflegt werden, damit sich hier etwas ändert? Vielleicht, leider ja. Interessant finde ich auch noch die Berichte zum AfD-Parteitag. Da hat zum Beispiel die Welt geschrieben, dass die AfD noch stärker nach rechts gerückt ist, noch stärker rechtsextrem war, glaube ich, sogar der Ausdruck war, was ich schon für eine ziemliche Unterstellung halte, denn es gibt sicher Rechtsextreme innerhalb der AfD, genauso wie es Linksextreme innerhalb der Linken gibt und leider in meinen Augen auch innerhalb der SPD. Da müsste man sich nur mal den Herrn Kühnert ansehen. Aber dass die Partei nach rechts gerückt ist, das ist von meiner bescheidenen Warte aus nicht so. Denn es war ja genau so, dass der eher gemäßigte Kandidat zum Nachfolger von Gauland gewählt wurde. Und dass man immer wieder sagte, man möchte die Partei eben gerade abgrenzen von diesem rechten Flügel innerhalb von ihr. Ob das gelingt oder nicht, da habe ich meine Zweifel. Es gelang ja auch in der Vergangenheit nicht. Ich habe aber auch meine Zweifel, ob die Berichterstattung da wirklich in allem objektiv war. Hatte ich schon den Eindruck, dass da bei manchen etwas gefremd wurde. Insgesamt also eine eher durchwachsene Bilanz dieses politischen Wochenendes. SPD, Selbstmord, GroKo, unklar, wie es weitergeht. Merkel wird als Patex-Kanzlerin weiter festsitzen auf ihrem Stuhl. AfD wird weiter gefremd. Keine rosigen Aussichten für Deutschland. Hätte Ihnen gerne was anderes gesagt, aber ich denke, schön färben oder mitmachen bei dem Framing, das ist eher schlecht. Ich hoffe, Sie schauen hier wieder rein auf meinem Kanal auf YouTube und abonnieren ihn auch, können Sie jetzt gleich hier machen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, Grüße aus Charlottenburg oder wie wir das hier nennen, Charlottengrad. Ciao.